Ein Biotube. Für den Transport von Gefahrstoffen. Was machen Sie damit? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ein Rätsel, wir haben eine Bedrohung der Menschheit und wir haben Dante. Das sind so die üblichen Rezepte. Wir erkennen sofort, Dan Brown ist der Mann, der das zusammenbringt. Und Dan Browns Film Inferno ist mittlerweile schon der dritte in der Reihe, nach dem Da Vinci Code, nach Illuminati. Wir haben es wieder zu tun mit dem berühmten Symbologen aus Harvard, Robert Langdon, wieder gespielt von Tom Hanks. Und leider ist er nicht in Bestverfassung. Er hat einen Filmriss, er liegt im Krankenhaus. Wurde mir eine Injektion verabreicht? Wann? Im Krankenhaus. Mit einer Spritze. Nein, wir haben bei Ihnen einen Zugang gelegt. Alles ging intravenös. Das war nicht im Krankenhaus. Das ist insofern besonders schrecklich, weil ein menschheitsbedrohendes Ereignis bevorsteht. Ein Milliardär und Wissenschaftler, der in der Überbevölkerung das Problem überhaupt für die Welt sieht, hat einen Erreger platziert oder erst entwickelt und dann platziert. Und wenn der losgeht, wenn der freigelassen wird, wird die Hälfte der Menschheit dezimiert. Und das muss der gute Robert Langdon verhindern. Schmeichler treiben in Exkrementen. Das stimmt nicht. Wissen Sie, wie viele Regierungen so eine solche haben wollen? Simonisten, Fehlanzeige. Und was Sie dafür tun würden? Zwietrachtstifter? Nein. Eine biologische Waffe. Die Buchstaben. Das Ganze könnte man als die bewährte Dan Brown-Formel, umgesetzt von Ron Howard im Kino, bezeichnen. Man sieht eben Bilder von Florenz, wunderbar, von Venedig, später von Istanbul. Schöner, als sie die Fremdenverkehrszentralen dieser versammelten Städte auch jemals ins Bild setzen könnten. Ich habe immer das Gefühl bei Dan Brown, dass jetzt bei Inferno so ein bisschen die Innovationskraft aufgebraucht ist. Und dass es natürlich vor allem für Dan Brown-Leser ein bisschen schwierig sein kann, ins Kino zu gehen, denn man kennt ja alles. Es ist zwar das ein oder andere ausgedünnt worden, es sind Plotstränge gekappt worden, weil man das sonst nicht in 2 Stunden unterbringen könnte, aber es geht immer so ein bisschen wie für mich die Spannung verloren als begeisterter Leser der Bücher. Schnell, ich fürchte, es kollabiert. Attenzione, siamo in arrivo alla stazione di Padova. Preghiamo, gentili. Die Rätsel, die Robert Langdon lösen muss, da muss man keinen Lehrstuhl in Harvard haben, sondern die kann man eben auch, wenn man einen kleinen Reiseführer liest und dann nach Istanbul und Florenz fährt, kann man die zur Not auch selber lösen. Ich muss die Buchstaben umstellen. Hover, Code, Vater, Veto. Früher war ich gut darin. Das wirkt ein bisschen zu einfach, ein bisschen zu transparent. Und mein Eindruck ist, dass in diesem dritten Film ja die große Zeit von Dan Brown vorbei ist, dass er, glaube ich, nicht genug Variations- und Innovationskraft hat, um diese Formel noch mal ein bisschen neu zu definieren, um sie zu variieren. Wir sind über dem Saal der 500. Auf der anderen Seite führt eine Treppe zur Straße runter. Also, einen Fuß vor dem anderen setzen. Ob wir jetzt noch einen vierten Film mit Robert Langdon sehen werden, ich bezweifle das. Ich kann mir auch vorstellen, dass Tom Hanks ein bisschen die Nase voll hat, dass er vielleicht nicht nochmal Lust hat, nochmal den Langdon zu spielen. Das ist zwar eine interessante Figur, er ist auch hinreichend komplex, aber es ist kein Indiana Jones, es ist kein Nerd, aber es ist eine Rolle, die relativ wenig Spielraum lässt und die für jemanden wie Tom Hanks eigentlich eine Unterforderung darstellt. Sie werden mir sagen wollen, wo es ist. Ja, Monsieur Bouchard. Ich weiß, das werde ich. Sagen Sie ihn, die Menschheit ist die Krankheit. Inferno ist die Heilung.